Mein Name ist Tor Alexander und ich helfe Menschen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen oder mehr aus ihrem Geld zu machen. Und wie in einem der letzten Videos angekündigt, möchte ich heute wieder eine Geschichte über Silber zum Besten geben. Beim vorletzten Video hatte ich ja über die Silberlinge unter Heinrich II. Gesprochen. Heute möchte ich über die Silberlinge in China sprechen. Im Reich der Mitte war das Geld viele Jahrhunderte nicht goldgedeckt, sondern silbergedeckt. Und eigentlich war chinesisches Geld nie goldgedeckt. Und das deckende Silber muss eine bestimmte Reinheit besitzen oder musste eine bestimmte Reinheit besitzen. Es wurde mit Daten zum Präger, Name, Ort, Datum und als Steuerführ gekennzeichnet. Der Präger konnte zu jedem Zeitpunkt bei Unstimmigkeiten wieder herangezogen werden. Der Staat, der chinesische Staat, prägte selbst nicht, sondern akzeptierte privates Geld à la Silber in bestimmter Reinheit zur Steuerzahlung. Seit dem 16. Jahrhundert kamen aber immer mehr Europäer nach China und sie konnten den Chinesen für ihre Produkte nichts außer Silber bieten. Und so exportierten die Spanier ihre Silbermünzen aus Mexiko. Das waren spanische 4 und 8 Reales Münzen, die in China gerne akzeptiert wurden, weil sie eine ähnliche Reinheit besaßen wie der chinesische Standard. Die Reinheit der Reales Münzen lag bei 935 und die der chinesische Standard lag bei 937. Allerdings wurden die Münzen erst nach einschlägiger Prüfung akzeptiert. Weil die lieben Engländer im Gegensatz zu den Spaniern kaum Silber hatten, eher kein Silber, und aber auf die chinesischen Waren, Porzellan, Gewürze und so weiter ungeheuer scharf waren, machten sie das Volk mit Opiaten süchtig. Und so entstanden die Opiumkriege. Und das ist aber wieder eine andere Geschichte, die jetzt aber aus dieser Geschichte auch mit entspringt, die ich aber nicht erzählen werde. So, im nächsten Video werde ich wieder was zu Silber sagen, und zwar zu silbergedecktem Papiergeld als sichere Währung. Freut euch aufs nächste Video, und damit ihr das nicht verpasst, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dein Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.